Und hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 17. Weiterhin aus der grünen Lunge Deutschlands, aus Südhämmern. Und wie beim letzten Mal schon mal kurz angekündigt, sind wir hier dabei, die Felder, diese beiden, wo der Rotkohl und der Weißkohl drauf waren, neu zu bestellen. Da soll man einmal als Zwischending eine Runde Mais drauf, für ein bisschen Körnermais. Und ihr seht, das ist schon gepflügt, da ist schon Mist drauf gekommen und ich nutze jetzt diesen neuen Manure-Mod oder das Manure-Skript. Ich habe den bei FSUK runtergeladen, gibt es aber mittlerweile auch auf Mod-Hoster. Was macht diese Manure-Mod? Wenn ihr ein Feld habt und da Mist drauf fahrt, dann habt ihr die erste Düngestufe erreicht. Und wenn ihr das dann pflügt, dann ist das ohne Manure-Mod passiert dann nichts. Beim Manure-Mod oder dem Skript ist es durch das Pflügen, das Mist-Einpflügen, ist die zweite Düngestufe schon erreicht. Ich zeige euch das mal gleich ganz kurz in der Übersicht. Um eben die Bahn hier zu Ende ziehen. So, wenn wir hier mal auf die Übersicht gucken, auf die Bodenbeschaffenheit, dann seht ihr, wir erreichen jetzt hier schon durch das Güllefahren die dritte Wachstumsstufe. Weil wir durch das Mistfahren und danach einpflügen, haben wir automatisch schon zwei gekriegt. Das heißt, wir überspringen dadurch, wenn wir pflügen, eine Düngestufe. Ja, ist aber nur, funktioniert nur, wenn man, wie gesagt, Mist fährt und dann einpflügt, wie das ja, glaube ich, im Realen auch so gemacht wird, dann haben wir schon zwei Düngestufen erreicht, sparen uns die dritte, können also vielleicht so ein bisschen auf Kunstdünger auch verzichten bei manchen Sachen, weil wir schon die finale Düngestufe durch Mist und Gülle erreicht haben. Wie gesagt, das Skript habe ich bei FSUK geladen und ein paar Tage später ist es dann auch bei Mod-Hoster gewesen. Also wer sowieso mit Mist arbeitet und auch mit Pflügen arbeitet, sollte sich das ruhig mal angucken. Im Stream haben schon einige gesagt, ist ja ein Mod für Faule, weil man sich dann einmal Düngen spart, aber das kann ich gar nicht so bestätigen, dass das für Faule ist, weil er setzt ja voraus, dass du jedes Mal pflügst. Weil das Skript kommt dir nur zur Geltung, wenn du halt Mist fährst und den einpflügst. Das heißt, im normalen Standardspiel, wenn man Pflügen notwendig eingeschaltet hat, pflügt man ja nach jedem dritten Mal. Hier, um diesen Effekt zu kriegen, musst du halt jedes Mal pflügen. Ja, also ist die Frage, ob das nicht sogar vielleicht mehr Arbeit ist. Denn irgendwie mit einem 30 Meter Düngestreu darüber zu fahren, ist, glaube ich, angenehmer und schneller, als so ein ganzes Feld mit dem Pflug zu bearbeiten. Aber ich pflüge ja eigentlich ganz gern viel mehr. Das machen ja meist meine Mitarbeiter. Aber wir haben uns ja eh schon mal angewöhnt, irgendwie jedes Mal zu pflügen. Wir sparen uns dadurch aber theoretisch auch das Grubbern, weil normal beim normalen Dreimal-Düngen muss ja immer ein Arbeitsschritt dazwischen sein. Also nicht eine Wachstumsstufe, wie es oftmals steht, sondern es muss einfach ein Arbeitsschritt dazwischen sein. Das heißt, der normale Weg war ja früher Misten, Pflügen, Gülle fahren, grubbern und dann nochmal eine Runde Kunstdünger drauf. So, wir machen den Kleinen mal wieder voll. Ja, wie im letzten Part schon gesagt, arbeite ich jetzt viel mit diesem IT-Runner-System. Der schöne LKW, den gibt es halt bei Forbidden Mods, wer sich den oder wer sich dafür mal interessiert. Ja gut, fast gut. Ist natürlich sowieso nur ein bisschen Show. Die Container mit dem Überladerohr halt aus dem Universalpack von Pharma Andi gibt es in der LS Mod Company als auch bei Mahu auf der Seite. Aber ich denke, das Universalpack von Kotte kennt eh schon jeder. Und in der neuen Version jetzt, wie gesagt, einiges, ein bisschen noch mehr dabei und eben auch die Überladerfunktion.
Also nicht Überladefunktion, sondern halt das Überladerohr. Kann man in der Werkstatt oder beim Kauf auch abwählen. Pfanne Pure Tee, grüner Tee. Schmeckt widerlich. Lecker. Das aber nur mal am Rande. So. Gleich eben das Feldchen fertig. Und dann werden wir den Schlepper, weil das ist ja der einzige große Schlepper, den wir noch haben. Da werden wir uns dann gleich die Drillkombination ranschmeißen. Und hier zweimal schön den Mais auf den Hallen bringen. Wie gesagt, der ist nicht zum Häckseln gedacht. Also auch nicht als Futtermais, sondern der soll als Körnermais in die Feinkostproduktion und in die Popcornproduktion nach Niederoberjagenschmied. Wir kennen es ja alle noch. Wenn die nicht wieder streiken. Näschen hier eben fertig. Ja, ich weiß, dass das fertig ist, aber wir müssen das ja eben mit durchziehen hier. Das kleine Stück soll ja auch ein bisschen Gülle abkriegen. Wenn schon, denn schon. So, zack. Ich hoffe, das ist eine Bahn. Natürlich nicht. Hätte ja sein können. Hätte ja klappen können. Straßenlaterne stehen lassen. Gucken wir mal, ob wir damit zumindest noch bis zum Ende kommen. Müsste aber an und für sich reichen. Aber wenn, ganz knapp. Ne, das reicht nicht. Gut, aber fast. Hätte es gelangt. Das ist irgendwie viel gefehlt. So. Ja, da sehe ich natürlich noch schlechter.
Dieses formschöne Frontgewicht mit LEDs gibt es übrigens natürlich auch bei Forbidden Mods. Ich weiß gar nicht, wie viel in dem LKW noch drin ist, aber doch noch 25%. Kriegen wir das fast, glaube ich, auf jeden Fall nochmal voll. Und das müsste dann auch auf jeden Fall ausreichen für das Feld. Ja, gerade noch so. Oder nicht aussteigen. So. Haben wir den noch eben fertig? Und eben schnell den Rest. Oh, da fährt Emma. Habt ihr sie gehört? So, und den letzten Streifen. Und dann ist die Gülle ausgebracht. Und wir können das ganze Gespann umbauen zum Maisdrillen. So, Gülle ist gefahren. Den LKW holen wir später ab, der kann noch kurz stehen bleiben. Jetzt sehen wir gleich zu, dass wir ans Drillen kommen. So. Einmal umdrehen.
Und dann holen wir uns das Maisdrehgespann. So, wir wollen aber Körnermais machen. So, wie sieht der Tank vorne aus? Ja. Das lohnt sich jetzt noch gar nicht, da neues Saatgut nachzufüllen, da ist noch genug drin. Geschäke hier. Da muss man immer aufpassen, dass man niemanden überfährt. So. Ein bisschen irgendwie ansetzen hier. Okay. So. Abmachen. So, jetzt nochmal R runter und dann geht's los. Einmal hier schön perfekt Meisterin.
So, und da das jetzt ja nicht mehr allzu sonderlich spannend ist, wenn ich hier die Bahn auf- und abfahre, würde ich sagen, kommen wir für dieses Video erstmal zum Ende. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gemacht und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin sage ich wie immer schönen Dank fürs Zuschauen und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Micha. Tschüss.